meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute wieder mit. Ich begrüße euch heute mal aus dem Badezimmer und wir starten jetzt ganz entspannt in den Nachmittag. So, Jenna tuscht eine Runde wieder, ne? Ja, Sammy ist auch hier. Sammy darf ein Eis essen. Er gibt mir das immer, dann darf ich das immer hoch machen. Ja. Und Jaya tuscht eine Runde. Was malst du denn schönes, Schmucki? Ich mal für Elias ein Bild. Du malst für Elias wieder ein Bild? Ja. Fertig. Die haben sich alle gefreut, ne, als die Briefe dann gekommen sind, ne? Die wir bei der Post abgegeben haben. Ne? Jetzt ist fertig. Das ist schon fertig? Und was hast du da gemalt? Was ist das, was du malst? Das ist ein Tier. Das ist ein Tier? Mhm. Was ist das für ein Tier? Das ist ein Gorilla. Ein Gorilla? Ja, und selbst habe ich das für Eier von meinem. Ja, Sammy, du darfst das nicht, Schatz. So. Oh. Mama, darf ich mal probieren? Das ist ganz schön lecker. Das ist ganz schön lecker, das Eis. Mhm. Sammy, darf ich mal einmal probieren? Sammy? Du darfst bestimmt mal probieren. Du hattest heute schon ein Eis, ne? So. Bitteschön. Ups. So machen wir zwischendurch mal so. Ja, tue ich doch gar nicht. Darf ich das anlegen? Du-Dudel. Was hast du gesagt? Du-Dudel. Du-Dudel? Ja, Sammy hat... Was hat Sammy gemacht? Oh nein. Oh, Mann. Jayla, nicht schreien. Deine ganzen Beine sind voll. Nein, meine Augen, Hände fassen. Hey! Amina, versucht hier so eine Sandburg zu bauen. Und Sammy, der spielt einfach nur im Sand. Hopp, hopp. Dylan, deine ganzen Beine sind voll mit Sand. Oh. Hopp, 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 hopp. Ja, Sammy, was hast du da? Hä? Sammy? Sammy? Sammy, was hast du da? Sammy, was machst du da? Da? Ja. Jaylan fährt hier ein bisschen Fahrrad. Und Sammy, was macht der? Wow, danke! Ist das hier euer Park? Ja. Darf ich denn mit in den Park? Ja, darfst du. Okay. Und du darfst rutschen, Yasam. Jaylan fährt ein bisschen Auto. Ne, Jaylan? Du. Schau mir.
WLAN? Ich hab die Fahrrad gehauen. Jetzt kann ich machen. Sammy! Was hast du da? Den Stein. Gib mir mal den Stein. Gib mir mal den Stein. Gib her. Gib her. Gib mir den Stein. Gib mir den Stein. Gib mir den Stein. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Sandkiste. Was? Wieder aufdrehen. Und jetzt spielen wir hier ein bisschen. Und ja. Ne, der Lan? So. Lena möchte, dass wir hier den Eimer auffüllen. Bis er voll ist. Oh, man sieht das gar nicht. Naja, egal. Hier ist Jaylan. Da ist Sammy. Und hier bin ich. Und hier bin ich. Man sieht mich gar nicht. Da ist hinten eine Sammy. Und ja. Also ich spiele hier gerade ein bisschen mit Jaylan und Sammy und ja, und dann werde ich euch ein bisschen was zeigen. Wie wir hier ein bisschen spielen und ja. Ja, da hinten spielen die schon. Naja, auf jeden Fall werde ich euch jetzt ein bisschen was zeigen, was wir hier so machen. Kann sein, dass wir hier ein bisschen... Mami, komm rein! Die spielen hier gerade ein bisschen. Ich helfe hier. Oh. So. Jetzt spring dich hier ein bisschen am Trampolin drin. Sammy, willst du raus? Nein, nein! Nein! Jaylan hüpft ihr jetzt doch alleine rum. Hey. Auf dem Trampolin, auf dem Kleinen. Hey! 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 Hey, lass mich wieder frei! Okay. Hey! Soll ich dich wieder freilassen? Nein. Okay. Hey dann, wollen wir eine Runde Fang spielen? Ja. Ja? Ja, Fang ist Fang schön? Ja. Dann kommt aber raus. Sam! Ich fang dich! Ich muss ja gerade weglaufen vor Jayla. Hallo? Hast du mich gar nicht? Du hast mich gar nicht. Oh nein! Ich hab dich nein! Jetzt hast du mich. Ich hab mich! Nein! Du hast mich niemals! Wie musst du in diesem Spiel gucken, als jetzt ein Buch an. Wow! Das kann man aufmachen. Ein Tisch. Ui. Musst du mal. Sonst macht denn das Heide wieder. Jetzt repariert der einen Tisch, ne? Oder der baut einen Tisch, ne? Ja. Und hier ist auch noch was hinter. Oh, eine Maschine. Ja, dann kann die... So sieht die Maschine von innen aus. Ja, und die kann die Sessel ausmachen. Mhm. Und? Oh, was ist denn hinter dieser Tür? Soll ich die mal aufmachen? Mhm. Oh. Ah. Und jetzt ist das aufgebaut. Oh, hier ist eine Tür. Und noch hier ist ein... Ist da noch eine Tür? Ein Werkzeugschrank. Und noch
was. Nee, ich glaube die nicht. Die geht nicht. Das geht nicht. Oh, hier ist noch was. Ui, der Tisch ist fertig. Das ist noch nicht aufgebaut. Nee, ne? Aber wir haben das Buch auch gar nicht von vorne geguckt. Die zeigen, wie man einen Tisch baut. Man braucht dafür einen Baum. Hm? Ja. Und hier kann man, glaube ich, auch öffnen. Guck. Und der nimmt die Baumstämme mit. Schnucki, Pupsi. Und hier ist das Buch haben wir. Oh nein, ich krieg kein Küsschen. Wo gehst du hin? Das Buch haben wir so gelesen. Ja, wo gehst du denn hin? Nein, das Buch ist keine Bilder. Keine Bilder in dem Buch? Ja. Hast du da noch ein Buch? Ja, das ist kaputt gegangen. Was ist das? Wieder weg. Na, kommst du mit dem Buch? Vorsichtig. Ja. Oh. Nein, nein, nein. Warte, so ist das richtig. Nein, hier ist aber kaputt. Das macht nichts. Das ist nicht so nein. Schlimm. Das nicht. Dies. Diese Seite? Nein. Ohne mehr. Guck mal, Elefanten. Nein. Ah, sind das keine Elefanten? Nein. Was sind das denn? Die Elefanten sind fest in dem Bauernhof. Uff. Nee, ich glaube, die sind eher im Zoo. Ach, das sind Frösche. Nein. Was sind das? Das sind Enten. Enten. Wo sind die Enten wieder? Hier sind die Enten. Nein, die anderen. Die anderen Enten, die wir draußen manchmal sehen? Ja. Ach, die sind draußen, mein Schatz. Gehen wir mal wieder dahin. Wir können ja mal gucken, ob wir mal wieder Enten sehen irgendwo. Wenn die sich nicht immer verstecken. Oder? Den anderen Enten hat er gesehen. Ja. Und den, den Hund frisst ihn auf. Nein. Guck mal, der Hund lächelt. Siehst du das? Oh nee, der Ente geht weg. Und jetzt haben wir mein das Frosch. Oh, ein Frosch? Sieh mir morgen das Frosch wieder. Ein Raupe ist morgen das Ding. Mhm. Das ist. Das ist ein Hühner. Ja. Kikeriki. Und die Biene. Und die Biene. Piek. Oh nein. Oh, die Biene. Gibst du mir ein Stück ab? Endlich kann man wieder Wassermelone kaufen, ne? Was? Ich hab gesagt, endlich kann man wieder Wassermelone kaufen, ne? Oink, oink. Ich sehe ein bisschen zerstrudelt aus. Wir haben nämlich eben mit den Kindern getobt und haben Pirat gespielt. Und ich wollte mich jetzt einmal ranmachen und mal so eine Zimtschnecken ausprobieren. Da braucht man nämlich nur einen Blätterteig, eine Blätterteigrolle, 40 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und einen Teelöffel Zimt. So, unsere Zimtschnecken sind fertig. Alena hat auch schon eine, ist aber noch heiß zum Probieren. Aber es riecht wie Franzbrötchen, ne? Oder? Ja. So. So, ich hole jetzt die Kinder und die gehen jetzt erstmal baden und danach gehen wir Abendbrot essen. Die lassen wir jetzt erstmal abkühlen. Ja, das ziehen wir eh gleich aus. Ziehen wir gleich aus, wenn wir oben sind. Und dann melde ich mich nochmal. Guten Abend. Ja, wir haben es jetzt ungefähr 19:30. Und ich bin jetzt gerade noch mal kurz im Badezimmer. Die Kinder haben nämlich gebadet. Ich muss mir unbedingt die Wimpern tuschen von uns, damit ich nicht immer diese Panda-Augen habe. Genau, ich mache jetzt hier noch mal ein bisschen Schiff im Badezimmer.
weil die beiden gebadet haben, weil die wollen den ganzen Tag heute wieder im Garten spielen. Und ja, wie das dann so ist mit Sand, ne? Hier ein bisschen Sand, da ein bisschen Sand. Und jetzt beseitige ich kurz das Chaos und dann ist Mama Beauty Abend angesagt. Salumi, den kennt ihr ja mittlerweile schon. Hier kann man ja schön mit unter die Dusche nehmen oder auch mit in die Badewanne. Der ist nämlich wasserfest. Den habe ich euch ja auch ein paar Mal gezeigt. Ist auch schnell zu reinigen. Danach habe ich mein Gesichtswasser benutzt. Das muss ich mir übrigens auch wieder neu holen. Mein Hyaluronspray und meine anschließende Lotion. Mein Hautbild ist schon so viel besser geworden. Ich weiß dann immer nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt. Da zeige ich euch ja auch immer ganz viele Produkte und alles, die ich auch selber verwende. Genau, ich verabschiede mich jetzt auch schon aus diesem Vlog. Wir haben uns vorgenommen, für die nächsten Videos uns da mal ein bisschen was anderes einfallen zu lassen, weil so langsam ist der Alltag bei uns ja ziemlich gleich momentan. Man kann irgendwann gar nicht allzu viel machen. Deswegen nehme ich euch ja trotzdem immer mit. Aber wir haben uns da mal ein paar coole Ideen jetzt mal ausgedacht und ich hoffe, die gefallen euch. Aber seid gespannt und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.